Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kraftfahrkonsul. Wir sind heute unterwegs im wunderschönen Königswinter. Wir hatten die Möglichkeit, bei Müller Motors mal ein paar Royal Enfields auszufassen. Und wir stehen hier vor den Maschinen, die ich mir heute mal angeschaut habe. Und wir haben einen super netten Kollegen von Müller Motors, der sich bereit erklärt hat, auch ein bisschen was zu den Maschinen zu erzählen. Stell dich doch mal kurz vor, bitte. Ja, hi Matthias, danke für die Einführung. Ich bin Aaron, ich bin hier verantwortlich für den Motorradbereich bei Müller Motors. Und wir machen jetzt seit 2020 Royal Enfield. Im alten Lotus-Gebäude haben Lotus abgestoßen 2020 und machen jetzt Royal Enfield und sind super zufrieden mit der Marke. Ja, ist eh spannend, ne? Die Reise von Royal Enfield, was da jetzt so die letzten Jahre passiert ist. Ich bin da ja auch erst so vor 2 Jahren drauf gestoßen. Ich habe für mich, weil Royal Enfield, mein Nachbar hatte mal eine, so eine 500er Bullet. Ich glaube auch so mit der Schaltung auf der falschen Seite und solche Geschichten. Genau. So, der ist da immer mit rumgefahren. Ich dachte immer, was soll das? Wer braucht sowas? Mhm. Und dann bin ich auf dem KSR-Probefahrt-Event gewesen, habe mich auf die Motorräder gesetzt. Und ihr wisst das, wenn ihr die Videos geguckt habt, wenn nicht, guckt die nochmal. Das Meteor-Video ist eines der besten Videos bei mir auf dem Kanal. Ich liebe diese 350er-Motoren. Ich habe mich so verliebt und jedes Jahr ist quasi was Neues gekommen. Und dieses Jahr ist auch wieder was Neues gekommen. Ende letzten Jahres ist die Hunter ist Ende letzten Jahres, Ende 22 gekommen. Und damit fangen wir jetzt auch mal ein bisschen an. Da habe ich meinen Probefahrtag heute mit begonnen. Habe ich mich super drauf gefreut. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen, die ist ja nicht Serie, ihr habt da ein bisschen was dran umgebaut. Was habt ihr denn an der Maschine hier gemacht? Genau, also die Hunter, die haben wir hier in der Farbe Rebel Black stehen. Das ist schon mal die zweifarbige Lackierung. Und wir haben ein bisschen was an Royal Enfield Original Zubehör dran gemacht. Wir haben ein Flyscreen vorne dran gemacht, wir haben die Lenkerendenspiegel dran gemacht, wir haben Unterfahrschutz, Motorschutzbügel, eine andere Sitzbank, LED-Blinker von Royal Enfield dran. Und das Schmuckstück natürlich, einen Zartauspuff an die Seite gepackt. Ja, den hat sie mir vorher schon gezeigt. Ne? Der hört sich auch wirklich richtig gut an. Ein bisschen besser. Und es sieht natürlich auch geil aus, muss man einfach sagen. Ne? Also mit dem Zart da hinten drauf ist das wirklich eine schöne Geschichte. Guten Tag. Tschüss. Es ist wirklich eine schöne Geschichte. Ja, ich bin damit gefahren. Mein persönlicher Fahreindruck. Das Ding fährt wirklich toll. Also das ist ja so Richtung Naked Bike, Roadster. Keine Ahnung was, wo man wirklich sagt, okay, hier fahre ich ein bisschen mit um die Kurven rum. Da kann ich am Feierabend noch eine Feierabendrunde drehen. Das fährt sich, dieses fahrradmäßig ist ein bisschen übertrieben, aber es fährt super präzise und einfach um die Kurven rum. Es ist nichts, wo man Angst vor haben muss. Es gibt ja häufig so Motorräder, die so ein bisschen einklappen oder sowas. Mhm. Ne? Hat man bei der gar nicht. Draufsetzen, losfahren, wohlfühlen. Die Wertigkeit von Royal Enfield sowieso seit Jahren top. Also seit Jahren, seitdem ich die kenne, also seit 2 Jahren. Aber die Verarbeitung ist schön gemacht, die Griffe sind schön gemacht, die Kupplung ist toll. Also ganz leicht, ganz schön zu bedienen, das Ganze. Auch die Ergonomie von der Fußraste, Schaltung, Bremse, kommen wir gleich noch zu bei den anderen Motorrädern, finde ich mit am besten. Das Einzige, was ich sagen muss bei dem Motorrad tatsächlich, ist, und das klingt jetzt wirklich bescheuert, aber ist tatsächlich der Motor. Weil dieses Motorrad animiert zum schneller fahren. Mhm. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Ne? Du sitzt drauf und denkst so, okay, jetzt lasse ich es mal ein bisschen fliegen. Man fällt sich, wenn man so Naked Bike gewöhnt ist, man sitzt drauf und es passt. Und da sind dann so die 20,5 gemessen. Sind die 20,5 PS manchmal ein bisschen wenig, aber man muss einfach nur seinen Kopf resetten. Und dann passt das schon wieder. Bist du die Hunter auch schon mal gefahren? Was sind deine Eindrücke dazu? Hunter bin ich selber auch gefahren. Ich finde unter den 350ern das wendigste Motorrad auf jeden Fall, was natürlich nicht zuletzt auch an 17 Zoll liegt, weil es halt einfach dadurch sehr agil wird. Ne? Ist die leichteste Enfield, die aktuell gebaut wird, ist 180 oder 185 Kilo, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich meine 180 Kilo.
Und das merkt man einfach. Du hast trotzdem die robuste Bauweise, aber halt in einem, wie du schon sagst, recht sportlichen Motorrad. Aber das ist auch dieses, was du sagst, so Landstraße. Klar, geht damit auch. Aber Spaß macht die halt einfach in der Stadt und bei vielen engen Kurven. Ja. Ne? Und damit bist du flott unterwegs. Du hast einen langen Huber-Einzylinder, der dir schön Drehmoment von unten raus bietet, gepaart mit der Agilität. Das ist cool. Klar, das ist das. Ne? Wenn du auf die Landstraße gehst, wenn du so in diese 100er, diese offenen Bereiche kommst und dann wirklich ausdrehst, untenrum vermisst du gar nichts. Das ist wirklich richtig. Eine Frage, die 350er, haben die alle die gleiche Rahmengeometrie oder sind es tatsächlich unterschiedliche Rahmen für die einzelnen Modelle? Die Classic und die Meteor 350 sind rahmentechnisch fast 1:1 identisch. Okay. Für die Meteor haben die den Rahmen ein bisschen angepasst. Einerseits zur Gewichtseinsparung und andererseits, weil die Meteor halt kein klassisches Cruiser-Motorrad ist, sondern eher ein Naked Bike. Deswegen musste man es ein bisschen anpassen. Die haben zum Beispiel die Hunter meinst du? Ja, genau. Sorry. Ja, stimmt. Ja. Du hast zum Beispiel keinen Rahmenunterzug. Du bist hinten generell was höher gebaut. Dadurch wurde er einfach angepasst nochmal bei der Hunter. Und wahrscheinlich der Radstand auch ein bisschen kürzer bei dem Motorrad. Ne? So zumindest wie es so ein bisschen aussieht, ne? Würde ich sagen. Ja, wirkt halt auch einerseits so durch die kleineren Felgen. Kleineren Räder einfach. Ne? Ja. Das ist immer dieser optische Eindruck. Ne? Ja, wobei das auch echt schöne Felgen sind, auch mit den Felgenstickern drauf. Ne? Das ist aber Serie, oder habt ihr das gemacht? Nee, das ist Serie. Das kommt halt immer zur Akzentfarbe. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier die schwarz-silberne habe, die hat gelbe Akzente, dann gibt es die weiß-blaue, die hat einen blauen Tank und blaue Akzente. Und so zieht sich das halt durch alle sechs Farben durch. Ich blende euch mal kurz die anderen Farben ein. Ansonsten machen wir auch noch einen Einzeltest von der Hunter. Da könnt ihr euch auch noch mal die verschiedenen Varianten anschauen. So, und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, da war ich wirklich, ich meine, ich wusste das, ja, weil ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet auf das Video. Jetzt sag mir mal, was man für so ein Motorrad bezahlen muss hier. Ja, die Hunter ist aktuell die günstigste Enfield im Lineup und liegt in der einfarbigen Variante bei 4.490 Euro. Inklusive aller Nebenkosten. Die sind bei Enfield immer im Preis inkludiert. Die kommen nicht nochmal oben drauf. Also das heißt, du bezahlst den Preis und dann kommt nicht noch 1.200 Euro Überführung und sowas, sondern das ist es dann. Damit fährst du die hier vom Hof. Genau, das ist es dann in der einfarbigen. Wenn du jetzt hier die zweifarbige nimmst, ohne das Zubehör, was ich eben angesprochen hatte, bist du 100 Euro teurer. 4.590 Euro. Immer inklusive 3 Jahre Garantie und Roadside Assistance. Das heißt, egal, was dir in diesen 3 Jahren passiert, wenn du liegen bleibst, einen Schlüssel verlierst, vergisst rechtzeitig tanken zu fahren, du wirst immer von Enfield kostenfrei zum nächsten Enfield-Partner geschleppt. Also das ist ja auch noch mal mindestens 150 Euro für so einen Schutzbrief on top, wenn man das mal in Geld umrechnen möchte. Ja, und was man da so an Lametta drauf baut, ich nenne das immer Lametta, warte mal, bei meiner BMW irgendwie einmal im Monat zum Wunderlicht gefahren und da meinen Gehaltscheck versenkt. Also da kann man ja auch, Customization ist ja hier auch ein Thema, ne? Das kann man schon machen mit den Royal Enfield Parts, aber ich denke, da wird es auch von Drittherstellern, desto beliebter dieses Motorrad wird, wird es auch immer mehr geben. Ja. Die Frage, die sich jetzt so ein bisschen aufdrängt, wir haben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Ja, Royal Enfield, indische Marke, dann habe ich 350 Kubik Einzylinder. Uiuiui, hoffentlich hält das. Was sind eure ehrlichen Erfahrungen mit den Maschinen? Gibt es Probleme, gibt es Schwachstellen oder ist es einfach ein Motorrad, was halt einfach funktioniert? Ja, also Enfield hat vor wenigen Jahren viel an der Strategie verändert, beziehungsweise auch viel Personal neu dazu gewonnen, hochkarätiges Personal. Dadurch merkt man halt auch einfach im Aufschwung der gesamten Marke Royal Enfield. Die Qualität hat sich enorm verbessert, wenn man es jetzt mal mit einer 500er Classic oder 500er Bullet vergleicht. Von Modell zu Modell wird die Qualität immer besser, das merkt man. Sind immer noch sehr robuste Motorräder, nicht unbedingt auf Leichtbau ausgelegt. Liegt auch einfach daran, dass in dem Markt, wo die Motorräder wirklich zu 85-90% verkauft werden, ist in Indien. Und in Indien mag man eben robuste Motorräder. Ne? Das heißt, alles, was dort über 125 Kubik fährt, ist ungelogen zu 80% Royal Enfield. Guckt euch mal ein bisschen bei YouTube um, schaut euch mal die Videos an. Ich habe auch in Vorbereitung auf heute mir ein paar Videos angeguckt. Die fahren mit der Hunter, fahren die im Gelände rum. Also das sieht ein bisschen witzig aus, ne? Aber augenscheinlich scheint das Motorrad das abzukönnen. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Hunter 350, haben wir drüber gesprochen. So, jetzt stehen wir hier direkt beim nächsten Kandidaten. Das ist jetzt nicht die, die ich gefahren bin, weil dafür ist die zu schade. Das ist nämlich ein limitiertes Sondermodell. Wir stehen bei der Classic, mein persönlicher Favorit aus der 350er Serie.
Das hier ist eine limitierte Edition. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu, bevor wir zu den Einzelheiten der Classic kommen. Ja, gerne. Also das ist quasi die Signals 350 Classic Sonderedition. Ist nicht auf eine bestimmte Stückzahl limitiert, gibt es aber erst seit diesem Jahr. Und ja, bisher wird sie quasi gebaut und es wurde noch nicht Bescheid gegeben, dass sie aufgehört wird zu bauen. Von daher... Bisschen schade, ne? Wenn man gesagt hätte, so okay, da gibt es 500 Stück von oder sowas. Dann, daran ist natürlich, die ist genauso teuer wie jede andere Matte Classic. Ach so, okay. Das heißt, wir fangen ja hier bei den Metallic-Farben mit 5290 an. Für die Mattfarben 5390 Stand jetzt. Und da ist es halt so, dass du auch für die Signals Edition, genau wie für die graue und für die matt-schwarze, auch die 5390 Euro bezahlst. Hast halt schön hier immer... die Zahl auf dem Tank, die ist immer fortlaufend. Das heißt, die ändert sich bei keinem Motorrad. Ach, das, genau. das ist krass. Nummer, ja. Okay, guckt euch das mal an. Ich blende das mal hier ein. Das ist ja Wahnsinn. Also im Prinzip ist tatsächlich das Tankdekor bei jeder Maschine anders. Ja. Ja. Finde ich schon wieder geil. Ne? Das ist schon wieder was, so will ich schon wieder haben. Okay, sprechen wir ein bisschen über die Classic. Ich bin ja mit gefahren. Warten wir mal, bis der Weltreisende weg ist. Da ist gerade ein Kollege mit seiner Himalayan gefahren. 55.000 Kilometer auf der Uhr, das kann man schon machen. Hat aber auch ein Fell auf der Sitzbank, also da braucht man ein bisschen Sitzfleisch. So, kommen wir wieder zur Classic 350, mein persönlicher Favorit. Warum? Weil sie die schönste ist. Für meinen Geschmack ist die Classic einfach die schönste. Ich muss dazu sagen, für mich fährt sie am schlechtesten, wenn man das so sagen darf. Also wenn ich es von der Fahrbarkeit einordnen müsste, würde ich sagen die Hunter, dann die Meteor und dann die Classic. Warum, kann ich gar nicht so genau sagen, aber irgendwie so von der Fahrbarkeit her, weiß ich nicht. Vom Aussehen her und von dem Sozius-Komfort oder die Sozia, die steht hinter der Kamera, die war eben so, boah, ist das geil, boah, ist das geil, können wir bitte so ein Motorrad kaufen. Ey, das ist wirklich krass, die Frau sitzt mega bequem drauf, man selber sitzt mega bequem drauf. Was mich vielleicht manchmal so ein bisschen stört, ist so diese Geometrie des Motorrads, man sitzt etwas nach vorne geneigt, der Lenker ist relativ weit vorne. Und sie ist sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, sie fühlt sich sehr mächtig an, weil sie es auch ist. Ne? Ich glaube 200 Kilo oder sowas wiegt die. 195 Kilo. Und hier merkt man tatsächlich dieses fehlende Gewicht, nicht weil man mehr fahren möchte, die fehlende Leistung, nicht weil man schneller fahren möchte wie bei der Enfield, sondern weil es tatsächlich mit uns beiden jetzt drauf, waren wir sicherlich an zulässigem Gesamtgewicht dran. Ja, dann ist es halt so. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir heute eine kaufen müsste, könnte, dürfte, ich würde eine Classic nehmen. Ich würde nicht diese nehmen, auch wenn ich das geil finde. Ich liebe ja diese Babyblaue, das ist ja meine absolute Lieblingsversion. Ja. Guckt sie euch mal an. Ja, ansonsten, was ist deine Meinung zur Classic 350? Wie verkauft sich das Motorrad? Wie ist bei euch da das Ranking innerhalb der 350er? Classic, auch außerhalb der 350er von allen Modellen, ist seit der Einführung 2021 immer das bestverkaufte Modell gewesen. Dieses Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Liegt auch einfach daran, dass da ein unglaubliches Heritage hintersteckt. Ne? Die Bullet, die Classic, die wird halt schon seit Jahren gebaut, in anderen Modellformen natürlich. Und das ist jetzt quasi, in Indien wird sie die wiedergeborene Classic 350 genannt. Okay. Und ja, genau das, was du ansprichst. Ne? Sitzgeometrie ist halt genau wie bei einem alten Motorrad. Enfield hat sich da nicht lumpen lassen. Genau, die haben alles auf Halogen gelassen. Ne? Die haben hier kleine, wie du siehst, kleine Positionsleuchten vorne, die auch nochmal mit Halogen sind. Super, ne? Auch das ist halt niedlich, ja. Das ist halt einfach so liebevoll gemacht. Es ist liebevoll gemacht, bis ins Detail, dass man einfach davor steht. Es gibt ja diesen schönen Spruch,
Wer sein Motorrad abstellt und sich beim Weggehen nicht nochmal umguckt, hat das falsche Motorrad gekauft. Den Faktor hat die Klasse. Das hat die auf jeden Fall. Ja. Ne? Ist so. Bist du die schon gefahren? Was ist so dein Thema dazu? Ja. Ich finde, bei der Classic ist so dieses klassische Grinsen auf dem Gesicht. Mhm. Du setzt dich drauf und merkst direkt beim Draufsetzen schon, das ist so serious Oldtimer. Ne? Das ist halt für alle Leute, die Oldtimer fahren möchten, aber vielleicht nicht wollen, nicht können, nicht am Motorrad schrauben können oder möchten. Die auch vielleicht einfach mal ein ABS haben wollen. Genau, die ein ABS haben wollen, die halt einfach fahren möchten. Und dafür ist das Ding einfach geil. Ne? Du hast bei der Classic auch alles wirklich aus Blech, die Seitendeckel, die Kotflügel vorne, hinten. Das ist auch aus Blech? Das ist auch Blech, ja. Ja gut, irgendwo müssen die 200 Kilo herkommen. 195, ja, genau. Entschuldigung. Genau. Und du hast halt im Vergleich zum Meteor 350 5 Kilo mehr Gewicht. Ne? Und das kommt halt dadurch, dass alles aus Blech ist. Ja. Du hast hier vorne das Scheinwerfergehäuse auch aus Gusseisen. Das ist halt ein Eisenschwein. Ne? Made like a gun. Ja? So, goes das like ist, a bullet. Goes like a bullet. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Ich bin nicht so ein riesen Marketing-Spruch-Fan, aber bei den Motorrädern passt das einfach. Ja, ja. Egal, was du hier anpackst. Jetzt ist der hier natürlich leider nicht Chrom, aber wenn Getriebedeckel bei den anderen Mopeds, das ist so krass, das sieht so wuchtig aus. Es ist wirklich schön. Ja, Classic 350, mein persönlicher Favorit. Meteor haben wir dieses Mal nicht gemacht, sind wir ja schon gefahren. Finde ich auch richtig geil. Auch die ganzen Farbvarianten gefällt mir einfach so, weil ich finde, bei der Meteor 350 harmoniert das Motorrad am besten mit dem Motor. Weil man nicht das Gefühl hat, ich brauche mehr. Braucht man nicht. Das fährt wunderbar. Wir sind damit wirklich, ich bin da runtergestiegen. Guckt euch mein Video an. Ich bin noch so geflasht gewesen am nächsten Tag, als ich das eingespielt habe. Ich war so ein Stück davor, mir eine zu kaufen. So ein Stück. Ich habe es nicht gemacht. Warum? Ich habe einfach zu viel Mopeds. So, und das ist dann, weißt du, wenn du da schon zwei Roller stehen hast und so, und dann hast du da noch zwei Motorräder stehen, und dann ist es okay. Wann fahre ich das? Mhm. Aber irgendwann wird das passieren. Ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass die billiger wird. Aber die wird nicht billiger. Mhm. Du kannst dir das anschauen, die Preise, egal, Meteor, wie hieß die ganz einfache, die rote und die gelbe, die Fireball. Selbst die Fireballs, die verkauft worden sind, ich glaube Straßenpreis so 3.999. Mhm. Gehst du bei eBay Kleinanzeigen oder nur bei Kleinanzeigen, Entschuldigung, stehen die drin, 2 Jahre alt, 5.000 gelaufen, 3.800 Euro. Ja. Kriege ich nicht übers Herz. Das so. Ist auch das Gute, ne? Das ist auch gerade das Gute bei Enfield, dass die sich eben mittlerweile einen guten Namen gemacht haben und auch einfach für Qualität stehen. Dadurch hast du keinen großen Wertverlust, wenn du dir so eine Kiste kaufst. Ne? Ist schon krass, ne? Ja, eigentlich, oder? Finde ich auch hart. Okay, und dann kam dieses Jahr der Paukenschlag. Ne? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer damit gerechnet hat. Es gibt den 650er Motor ja schon ein bisschen länger in der Continental und in der Interceptor. Genau. Beides bildschöne Motorräder, haben mich emotional nicht abgeholt. Also optisch unbedingt, von der Fahrerei her. Hat es mich nicht gegriffen, sage ich ganz ehrlich. So, und deswegen war ich total aufgeregt auf den heutigen Tag. Vor allem, zum ersten Mal gefahren, ich bin zum ersten Mal die Super Meteor gefahren. Und wir haben sie auf der Messe gesehen und da fand ich die schon zum Niederknien schön. Und jetzt sind wir die gefahren. Ich glaube, wir gehen einfach mal zu dem Motorrad. Ja, ja. Sind wir noch im Bild, Frau? Ja. Frau von und zu. Ja? Ja, okay. So, wir stehen jetzt Super Meteor 650. Und wir fangen direkt mal mit einem Fun Fact an. Royal Enfield, hast du mir erzählt, hatte eher geplant, dass das eher so ein Exportmodell wird, womit man den europäischen Markt so ein bisschen angreifen will. Mhm. Weil Heimatmarkt Indien ist so die 300 Kubikklasse. Da gibt es ja auch, ist schon so eigentlich so die obere Klasse in dem Land. Und jetzt erzähl mir mal, was tatsächlich mit dem Motorrad passiert ist. Ja, ganz lustig. Die 650er ist im Gegensatz zu Interceptor und Continental auch in Indien unheimlich beliebt. Und dadurch haben wir dieses Jahr leider Lieferschwierigkeiten gehabt, weil es nicht
geplant war, ne? Weil die 650er normal zu 80% nur in Europa verkauft werden. Ne? Das ist für indische Verhältnisse, für die Straßen dort halt einfach schon übermotorisiert. Aber weil es halt eben aktuell so das Flaggschiff von Royal Enfield ist und Meteor ja auch ein geschichtsträchtiger Name ist, den gab es ja auch schon in den, im 20. Jahrhundert öfter. Ja. Ist die einfach auch in Indien unheimlich beliebt. Also ich musste mich da auch erstmal einlesen. Ich habe zuerst gedacht, Meteor, was ist das für ein bescheuerter Name? Das klingt wie ein, Entschuldigung, 1994er Baumarktroller. Da gab es auch so ein Meteor oder so. aber habe ich mich eingelesen, ist Geschichte, ist Tradition, ist Heritage. Und das steht bei Royal Enfield ja sowieso total oben drüber. Ja. So, wir stehen jetzt hier vor dem Full Dresser, sag ich mal. Ne? Das ist die, das Touring-Paket ist hier drauf. Wir haben die teuerste Lackierung, Celestial Red. Ist das richtig? Habe ich mir gut gemerkt. Wir haben das Schild drauf, wir haben die Sissy Bar, wir haben die Komfortsitzbank. Und zu der Sitzbank, da steige ich direkt mal ein. Wir sind eben die, welche Farbe sind wir gefahren? Die schwarze? Die Astral Black. Astral Black Einstiegsmodell. Genau. Ganz plain, sieht trotzdem super aus. Aber die hat halt für die Optik sehr schön, so ein abfallendes Sozius-Brötchen hinten. Und das habe ich auf meinem Motorrad auch. Und da gibt es immer Ärger mit der Sozia. Ja, weil ich kann mir das schon vorstellen. Du sitzt halt, wenn du Gas gibst, dann rutschst du automatisch nach hinten. Also wenn man viel zu zweit unterwegs ist, dann würde ich auf jeden Fall, weil die sieht richtig gemütlich aus. Das sieht richtig schön aus. So, was ist mein Eindruck gewesen? Ich bin mit dem Motorrad gefahren und bin losgefahren und es hat einwandfrei gepasst. Der Motor in diesem Motorrad, finde ich, passt wunderbar. Du hast mir so einen kleinen Insider verraten, dass es wohl ein anderes Mapping gibt für den Motor in der Super Meteor. Ich kann es nicht genau vergleichen, weil es ist anderthalb Jahre her, dass ich die gefahren bin. Aber ich hatte nicht das Gefühl, untermotorisiert zu sein. Und das ist immer so wichtig. Ja. Das Drehmoment, dass sich das Gesamtkonzept Motorrad, Motor, Übersetzung, das muss zusammenpassen. Und dann ist es egal, ob es 20, 30, 50 oder 100 PS sind. Ich bin auch schon 100 PS Motorräder gefahren und habe gedacht, boah, das fühlt sich ja ganz furchtbar an. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Das Motorrad sehr wertig, liegt unheimlich gut auf der Straße, beschleunigt schön. Also wirklich, und wenn man sich die Details, es macht einfach Spaß beim Fahren, über diese Dinge hier zu gucken. Über die Armaturen, über die Gabelbrücke, die hier so richtig schön reingeklemmt ist. Die dicken Showa-Gabeln, die hier draufstehen. 43 mm dick, glaube ich. Ja. Upside-Down-Gabel sieht man auch selten. Also hier ist wirklich feines Material verbaut. Wir haben auch wieder nur eine kurze Probefahrt heute gemacht. Irgendwann werde ich die auch mal ein bisschen länger fahren, werde auch mal ein bisschen tiefer da reingehen. Was ist dein Eindruck zur Super Meteor? Wie gefällt dir das Motorrad? Ja, Super Meteor wird dem Titel des Flaggschiffs der Royal Enfield-Reihe einfach gerecht. Ne? Es ist eine sehr gute Erweiterung einfach vom Line-Up. Ne? Das ist genau das, worauf viele schon gewartet haben. Motor, genau wie du sagst, für einen Cruiser halt gut angepasst. Ne? Die Interceptor und die Continental hat halt Leistung und Drehmoment immer so, in England sagt man, im Sweet Spot. Das ist so der Bereich so zwischen 4.000 und 6.500, wo halt einfach die Leistung gefragt ist, wenn du ein bisschen agiler, ein bisschen sportlicher fahren willst. Und bei der wurde das Mapping eben angepasst, dass du ein bisschen mehr Cruiser-like fährst. Und genau das Gleiche, was du auch gerade gesagt hattest, dass man sich überhaupt nicht untermotorisiert vorkommt, genau das gleiche Gefühl hatte ich auch, weil ich finde, dass der Motor sehr leichtfüßig wirkt. Dafür, dass er hier ja doch 240 Kilo zu bewegen hat. Ich habe ja so ein ähnliches Motorrad. Anderes Konzept, ich habe eine Kawasaki VN 900 Custom. Wir haben 900 Kubik V2, 50 PS, 70 Newtonmeter Drehmoment. Und da habe ich auch nie das Gefühl, zu wenig Leistung zu haben. Das ist einfach so. Man braucht das auch nicht. Also mit so einem Motorrad ist auch nicht dafür gemacht, jetzt wirklich lang zu brettern, wobei das wahrscheinlich ginge, wenn man sich so, guck dir diese Gabel mal an, ich finde das wirklich hart, was die hier für eine Gabel drauf gebaut haben. Also das ist schon, da hat man schon so ein bisschen aus den Vollen geschöpft. Ne? Die Auspuffanlage, klar, Gewicht 240 Kilo, du hast es schon gesagt, puh, das ist natürlich auch nicht gerade wenig. Ich persönlich mag schwere Motorräder. Ich finde, schwere Motorräder haben definitiv ihre Vorteile, weil die einfach stabiler fahren in der Regel. Ne? Ich mag das. Ne? Ich mag dieses Nervöse nicht so gerne. Was ich bei der Classic manchmal so ein bisschen habe, ich weiß gar nicht warum, so einen ganz kleinen Touch. Aber das hier fährt extrem souverän, alleine, zu zweit.
Das hat wirklich Spaß gemacht. Jetzt kommen wir aber mal wieder zu einem Punkt, der tut ein bisschen weh. Das muss man leider sagen. Wie ist denn das Motorrad eingepreist? Fangen wir doch mal bei der an, die ich gefahren bin, die Astral Black. Was kostet die bei euch? Also die Astral Black, die fängt an, weil es die Einstiegsvariante ist, bei 7.890 Euro. Das ist jetzt erstmal genau. Okay, ja. Genau. Ich finde, für die Klasse, wo wir uns da bewegen und für das, was man am Motorrad bekommt, sind selbst 7.890 Euro, ist ein schmaler Taler, muss man sagen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei der auch schon super. Du hast hier mittlerweile einstellbare Hebel, du hast die Bedienelemente richtig schön aus Aluminium, das heißt, die Knöpfe fühlen sich ja einfach sehr hochwertig an. Ne? Du hast eine gute Lackierung, auch viel Metall dran. Hier ist auch die Kotflügel auch wirklich aus Metall. Und dann geht's in die zweifarbige Variante. Das ist die Interstellar Green. Die ist dann quasi zweifarbig lackiert, hat noch einen goldenen Streifen mit drauf. Die liegt dann durch die zweifarbige Lackierung und die Verzierung bei 8.090 Euro, also genau 200 Euro drüber. Mhm. Und wenn du dann noch sagst, ich fahre eh viel zu zweit und ich hätte gerne einen Tourer und ich mag auch dieses Rot, dieses Heritage-mäßige, dann hast du noch ein Windschild dabei, eine Komfortsitzbank, eine Sissy Bar dabei, eigentlich im Wert von roundabout 550 Euro, kriegst du hier für nur 300 Euro Aufpreis. Dann bist du bei 8.390 Euro, ja. Zweifarbig lackiert als Tourer. 8.390 Euro. Ja, das ist, sie ist das Geld wert, ne? Ja. Sagen wir es mal so. Also es ist jetzt nicht so, aber trotzdem muss man auch immer noch sagen, okay, wo ist der Markt? Und da ist sie ja relativ alleine. Also wir haben drüber gesprochen, was gibt's? Es gibt die Vulcan 650, glaube ich auch, ne, oder? Ja, 650. Die ist eher so Richtung Modern Cruiser orientiert. Gefällt mir persönlich auch nicht so gut. Und dann wird es auch schon relativ dünn. Die Honda Rebel 500, ja, das ist aber ein sehr anderes Konzept, auch ein bisschen reduzierter, sehr klein. Also wenn ich da drauf sitze, das sieht schon wirklich merkwürdig aus. Schaut euch das Video zu unserem Besuch bei Stute Hengst an, da sitze ich auf so einem Ding, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Also das ist schon sehr wenig Motorrad. Fahren muss das wohl sehr gut, ich weiß es nicht. Ich bin die Scrambler jetzt mal gefahren, die CL500, das hat auch Bock gemacht. Genau, hat auch richtig Spaß gemacht. Aber da reden wir hier schon von einer ganz anderen Dimension Motorrad. Ja, das sind Griffe zum Festhalten, oder? Das habe ich so auch noch nie gesehen tatsächlich. Hier haben wir an der Classic, haben wir an der Super Meteor, haben wir also das auch an der Meteor dran? Nee, an der normalen Meteor, okay. An der Meteor ist auch, das ist quasi immer, obwohl, nee, du hast recht, an der Meteor ist es nicht. Das ist quasi zum Manövrieren. Du hast gerade bei der Super Meteor, wenn du die Komfortsitzbank mit der Rückenlehne nicht hast, hast du keinen Griff hier. Ja. Und dafür ist es gut, dass du das halt zum Manövrieren hast, wenn du die mal hin und her schieben musst. Bei der Classic zum Beispiel hast du das auch dran, obwohl du den Griff hier hinten hast. Aber die Sitzbank lässt sich halt leicht entfernen. 5 bis 10 Minuten, dann ist die Sitzbank ab. Das ist ein Einsitzer. Dann brauchst du halt auch gerade für einen Hauptständer einfach was, wo du dich verfestigen kannst. Mega. Also das ist, und das ist auch egal, ne? Wenn du da 195, ob das jetzt 195, 5 oder 500 Gramm für die Dinger hier, scheiß drauf, die biegen wir auch noch drauf. Ja, okay. So, haben wir uns die Mopeds angeguckt. Wie gesagt, es gibt noch einen Einzeltest zu den Motorrädern. Wenn jetzt einer gesagt hat, okay, habe ich Bock drauf, will ich mal ausprobieren, können die zu euch kommen oder sollen die lieber woanders hinfahren? Gute Frage. Nee, ihr könnt natürlich gerne zu uns kommen. Wir sind hier in Königswinter im schönsten Siebengebirge, haben an jedem Tag tollstes Wetter, ne? wenn man es sich nur fest genug wünscht, und haben an sich immer alle Modelle zur Probefahrt hier. Wir sind Royal Enfield Exclusive Store, das heißt, wir haben immer alle Modelle zur Profahrt angemeldet, haben einen schönen Verkaufsraum dort, der auch extra auf Enfield eingerichtet wurde, mit vielen Bildern zur Geschichte. Ja. Das heißt, auch wenn ihr euch einfach mal so Teile anschauen wollt, kommt einfach gern vorbei, kommt nach hier, trinkt einen Kaffee, schaut euch mal die Heritage von Royal Enfield an und Also das ganz ehrlich, ich bin tatsächlich gar nicht wegen der Motorräder gekommen. Das ist ganz witzig. Ich bin hier hingekommen, weil Müller Motors auch Lynk Servicepartner ist. Und wie ihr wisst, ich habe ja einen Lynk & Co. Und Service ist bei denen ja immer katastrophal gewesen. Und die haben das jetzt umgestellt und jetzt darf man sich seinen Händler selber aussuchen. Mega. Und ich bin hier hingefahren und bin jetzt schon das dritte Mal hier, glaube ich. Und habe diesen Showroom gesehen und war sofort verliebt. Sofort. Schaut euch die Bilder an. Ich habe was eingeblendet. Ihr habt hier alles, was Royal Enfield zu bieten hat. Alle Motorräder. Super viel Farbauswahl auch. Ihr habt Klamotten dabei. Ihr habt Zubehör dabei.
Ihr habt sogar noch mehr. Ihr habt nicht nur Royal Enfield, ihr habt auch CF Moto mit im Programm. Genau. Habe ich gesehen. Auch die ganze Range von CF Moto steht da, glaube ich. Also auch super interessant. Wer da Bock drauf hat, die MT-800 bin ich schon gefahren. Guckt sie euch an. Und Surin habe ich gesehen. Ne? Das genau. auch, ist das relativ ja. neu? Ist das auch ja, ein Thema, was für euch neu ist? Ja. Oder macht ihr das schon länger? Mit Surin hat tatsächlich damals unsere Zweiradsparte angefangen. Wir machen das seit 2018. Mhm. Und klar, Surin ist auch eine stark wachsende Marke im Moment, aber halt in einer sehr kleinen Nische. Das sind halt Elektro-Offroad-Motorräder. Hat im Gelände auf jeden Fall den Vorteil. Ne? Mhm. Aber genau, es ist halt eher eine Nische. Aber Surin machen wir quasi schon jetzt seit 5 Jahren, mhm. Enfield jetzt seit 3 Jahren und CF Moto haben wir jetzt seit der Übernahme durch KTM, beziehungsweise Übernahme von Vertrieb und Garantie, ja. durch KTM haben wir seit Juni im Programm 2023. Ja. Spannend. Also, wer seinen Horizont ein bisschen erweitern möchte, wer abseits der Big Four vielleicht mal ein bisschen wildern möchte, wer einfach nur schöne Motorräder angucken möchte, ganz ehrlich, macht es. Und macht eine Probefahrt, probiert die 350er aus. Gerade alle, die sagen, boah, 350 Kubik, das ist mir viel zu wenig, Mofa, bla bla bla. Nee, nee, setzt euch mal drauf. Setzt euch mal drauf. Und ganz ehrlich, der Trend geht sowieso zum Drittmotorrad. Das finde ich total wichtig. So, an der Stelle, hör mal, vielen, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind jetzt auch schon in deinem Feierabend drin, schon ein bisschen länger. Hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, wir machen vielleicht noch mal was mit noch ein paar anderen Maschinen, die hier so rumstehen. Ja, alles klar. Danke dir. Bis dann. So, bis zum nächsten Video. Ciao.